hier im Ostpreußischen Landesmuseum mit deutsch-baltischer Abteilung. Wir sind weltweit das einzige Haus, was sich der gesamten Kulturgeschichte Ostpreußens zu widmen hat. Wir liegen mitten in der Altstadt Lüneburgs, ein fantastischer Standort, der mit der Hanse-Geschichte der Stadt auch diese genaue Brücke über die Ostsee in unsere Zielregion hineinbaut. Die deutsch-baltische Abteilung ist eine Zusammenarbeit der deutsch-baltischen Kulturstiftung mit der ostpreußischen Kulturstiftung, die dieses Museum trägt. Einzigartig ist die deutsch-baltische Abteilung deswegen, weil sie außerhalb des Baltikums die einzige museale Darstellung der Kulturgeschichte der Deutschen im Baltikum ist, zugleich aber auch Kulturgeschichte der Staaten Estlands und Lettlands abbildet. Hier in der deutsch-baltischen Abteilung haben wir eigentlich drei wesentliche Schwerpunkte gesetzt. Mittelalter bis frühe Neuzeit inklusive der Hansezeit. Dann die Geschichte des Russischen Reiches, also der Deutschen im Russischen Reich in den Ostseeprovinzen Estland, Livland und Kurland. Und als Abschluss die Geschichte der Deutschen, wie sie als führende Schicht zu einer Minderheit in den baltischen Staaten werden. Abgeschlossen wird das Ganze 1939 mit der Umsiedlung der Deutschbalten. Sie haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, die deutsch-baltische Abteilung und ihre 29 Kapitel zu entdecken. Dazu gibt es Audioguides, die Sie an der Kasse bei uns erhalten. Sie können sie zum Teil virtuell in der Ausstellung auf Vertiefungsebenen erleben, durch Medienstationen, aber natürlich auch durch uns, durch Führungen von Fachpersonal. Die Ausstellung ist sehr kinderfreundlich, weil wir an verschiedenen Stationen Schubladen zum Öffnen und Entdecken anbieten für die Kinder, die einen eigenen Text haben auf Sichthöhe. Wir verstehen uns als ein explizit europäisches Museum. Wir wollen Brücken bauen in die Nachbarländer hinein. Wir haben 5 Partnerländer, Polen, Russland und Litauen für Ostpreußen und Estland, Lettland für die deutsch-baltische Abteilung. Alle 5 Länder und Deutschland sind verbunden über diese gemeinsame Geschichte, die natürlich die Familien bis heute geprägt haben. Und die gleichen historischen Fakten werden in den verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich interpretiert. Und dafür Empathie zu entwickeln, Neugierde aufeinander und ein Stück weit natürlich auch Sympathie, das ist einer unserer zentralen Aufgaben.